Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Lost Horizon. Ja, ich habe hier in meinen letzten, keine Ahnung, zig Jahren, 30 Jahren fast, Computerspielen eine Menge Adventures gespielt, was auch eines meiner Lieblings Genres ist. Nicht nur ausschließlich, aber doch ziemlich, also Lucas Arts und Sierra und so weiter, ne? Und habe viele Spiele dieser Art gespielt und ich muss zu meiner Schande gestehen, dieses Spiel ist an mir vorbeigegangen. Lost Horizon aus dem Jahre 2010. Publisher ist Deep Silver. Entwickelt ist, glaube ich, von Animation Arts. Und ja, hat eine relativ gute Wertung, wie man halt sieht an den netten Herren mit der Armbinde dort. Oh. Oh. Okay. Was auch immer, Cinema, oh ja, wie man eben halt an den netten Herren gesehen hat, sind wir halt in den mittleren, späten 30er Jahren, ich glaube 1935, 36, spielt dieses Spiel. Ja, und worum es letztendlich geht, also, ja, das erfahren wir jetzt. Wir starten ein neues Spiel. Ladedaten. Achso, es ist nicht 16:9. Wir werden immer irgendwo welche Balken sehen und diese hübsche Maus. Kimbalungtal, Tibet, 1936. Es ist halt so. Okay. Richard, die Geheimtür ist nicht mehr weit. Beeil dich, verdammt, die sind gleich da. Halt uns den Rücken frei. Wir haben es gleich geschafft. Wow. Ja. Thomas! Nein! Nein. Ich bedauere den Verlust deiner Kameraden. Was wollen diese Mistkerle hier? Sie suchen diese Kammer. Wie? Warum das denn? Hier ist doch nichts. Ganz im Gegenteil. Hier ist alles. Wir befinden uns vor einer Pforte, hinter der sich der größte Schatz der Menschheit verbirgt. Wovon reden Sie? Wir behüten in diesem Kloster ein jahrhundertealtes Geheimnis, für dessen Offenbarung die Welt noch nicht reif ist. Okay. Ich erzähle dir das, weil du in wenigen Augenblicken der letzte Mensch bist, der verhindern kann, dass der Schlüssel zu diesem Geheimnis in die Hände dieser Barbaren gerät. Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Irgendwann werden sie diese Kammer finden und die Tür aufbrechen. Dann darf er nicht mehr hier sein. Nimm ihn an dich, benutze ihn und bring ihn auf die andere Seite. Dann wirst du alles verstehen. Hä? Meine Einheit wollte die Mönche beschützen. Nun bin ich als Einziger noch am Leben und habe keine Ahnung, wer uns eigentlich angegriffen hat. Und vor allem warum.
Der Mönch sprach von einem uralten Geheimnis, einem gewaltigen Schatz, der sich hier in dieser Kammer verbergen soll. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für den Überfall. Wie auch immer, ich muss einen Weg hier raussuchen und die britische Regierung über diesen Angriff informieren. Und es geht los. Ja, ein klassisches Point-and-Click-Adventure. In diesem Raum befinden sich lauter merkwürdige Schriftzeichen. Leider habe ich keine Ahnung, was diese bedeuten könnten. Ich auch nicht. Links ist Gehen, rechte Maustaste ist Aktivieren, das ist die Tür, die geht nicht mehr auf, ne? Selbst wenn ich wüsste, wie ich sie öffnen kann, würde ich meine Finger davon lassen. Draußen sind immer noch diese Kerle, die das Kloster überfallen haben. Ich muss einen anderen Ausweg suchen und der Regierung von diesem Angriff berichten. Er ist tot. Er und seine Brüder haben ihr Leben geopfert, um dieses merkwürdige Schlüsselartefakt zu beschützen. Angeblich soll sich in dieser Kammer ein uraltes Geheimnis verbergen. Der Mönch sprach von einem gewaltigen Schatz. Das erklärt vielleicht den Überfall auf das Kloster und das skrupellose Vorgehen der Angreifer. Ich kann leider nichts mehr für ihn tun. Vielleicht sollte ich seinen Rat befolgen und diesen Schlüssel benutzen, um von hier wegzukommen. Die Frage ist, was ist das hier für ein Licht eigentlich? Ein Relief, das einen gewundenen Drachen darstellt. Soweit ich weiß, sind Drachen in der asiatischen Mythologie oft Hüter von Türen und Toren. Mhm. Auf der Bodenplatte sind lauter merkwürdige Linien und Gravuren zu sehen. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Stil der Verzierungen nicht wirklich typisch für diese Region. Im Grunde ist er nicht mal asiatisch. Ich habe das Gefühl, dass diese Platte hier irgendwie nicht hingehört. Außer einer Vertiefung hier oben sehe ich nichts Besonderes an der Stele. Okay, die Vertiefung ist, okay, hier unten ist, was haben wir hier, Szenen untersucht. Das sind die Hotspots. Ah, gut zu wissen. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. Ja, das wollte so ich eigentlich. So wissen Sie immer, was Ihr Held als nächstes tun sollte, für den Fall, dass Sie einmal den Faden verloren haben. Aber keine Angst, diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Das ist nett. Warte mal, was ist hier noch? Hier können wir laden und speichern. Kann ich jetzt klicken? Jetzt hat er... Okay. Hier haben wir noch Optionen. Zurück und weiterspielen. Okay, kleiner Ausflug. Schriftzeichen hatten wir schon. Drachenzeichen, Bodenplatte. Ich glaube, das ist doch relativ einfach. Wir nehmen das... Oh, warte mal, wir gucken es doch erstmal an. Dieses merkwürdige Objekt wollte der Mönch unbedingt in Sicherheit bringen. Er hat es als Schlüssel bezeichnet. Ein Schlüssel, wofür? Also bisher muss ich mal sagen, dass die Synchronsprecher mir sehr gut gefallen. Auch von der Qualität her, pass auf. Das Artefakt scheint genau in eine Öffnung auf der Stele zu passen. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber nach den Worten des Mönchs ist das der einzige Ausweg. Ich hoffe, er hatte damit recht. Ein Teleporter. Aber wohin? Einige Stunden später. Nun, Leutnant, wie weit sind Sie? Der Widerstand wurde vollständig gebrochen. Das Kloster befindet sich unter unserer Kontrolle. Und die Kammer? Haben wir noch nicht gefunden. Es muss einen versteckten Zugang geben, durch den der Mönch und der Tommy verschwunden sind. Jedenfalls behauptet das der Gefangene. Hat er mittlerweile auch erzählt, was seine Einheit hier wollte? Ja, wir haben ihn sehr schnell zum Reden gebracht. Sie sollten diese Region erkunden. Sein Leutnant hat dafür angeblich handgefertigte Karten eines Kartografen aus Hongkong benutzt, der diese Region schon vor Jahren bereist hatte. Sieh an, der Zufall spielt eine manchmal sonderbare Streiche. Diesmal haben wir die Situation noch unter Kontrolle bekommen. Aber ich möchte nicht, dass unsere Operation ein weiteres Mal gestört wird. Wir werden die Patrouillen weiter ausdehnen. Außerdem habe ich eine Überwachung des Luftraums durch unsere Jäger veranlasst. Sie sind ein Offizier, Sie vertrauen der Abwehr. Ich hingegen bin Wissenschaftlerin und baue auf Prävention. Schicken Sie sofort jemanden nach Hongkong, der diesen Kartografen aus dem Verkehr zieht und seine Aufzeichnungen vernichtet. Bezahlen Sie gegebenenfalls irgendeine Bande vor Ort, die sich um die Drecksarbeit kümmert.
Hauptsache, wir schaffen dieses Problem aus der Welt. Boah, ist die skrupellos. Wir müssen alles Nötige tun, dass nicht nochmal jemand hier auftaucht und uns dazwischenfunkt. Diese Mission ist zu wichtig. Und wir stehen kurz vor dem Ziel, Leutnant. Die Zukunft des Dritten Reichs liegt in Ihren und meinen Händen. Boah, die kann ich jetzt schon nicht leiden. Hongkong, eine Woche später. Da-dam, Deep Silver präsentiert. Da-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ein Spiel von Animation Arts. Lost Horizon. Ah, diese Maus hier. Ich muss ihn auf den zweiten Monitor schieben. Na, wer ist er da? Und? Der Laden läuft? Kann nicht klagen. Und bei dir? Liegst du immer noch Fracht, von der du lieber die Finger lassen solltest? Tja, leider lässt sich mit Ehrlichkeit zurzeit kein Geld verdienen. Und ich muss schließlich meine Miete zahlen. Außerdem macht's Spaß, den Typen ein paar Marktanteile wegzuschnappen. Fenton. Dummerweise verstehen die aber keinen Spaß, wenn sich jemand in ihre Geschäfte einmischt. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Um so kleine Fische kümmern die sich doch gar nicht. Ach ja? Gestern Abend waren zwei von denen hier und haben nach dir gefragt. Ups. Ja und? Soll ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen? Fenton, du bist mein bester Kunde und deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Sei verdammt vorsichtig, sonst liegst du schneller auf dem Grund des Hafenbeckens, als ich rumsagen kann. Oh. Jen, du klingst wie das Kindermädchen, das ich nie hatte. Nein, ich klinge wie jemand, der weiß, wovon er spricht. Hat man dir bei der Armee nicht beigebracht, dass du deine Feinde niemals unterschätzen solltest? Feinde? Jetzt übertreib mal nicht. Ich gehe in die nächste Zeit einfach aus dem Weg, dann glätten sich die Wogen auch wieder. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Keiner legt sich ungestraft mit der Tong-Triade an. Vergiss das Schmuggeln und such dir was anderes, das Spaß macht. Schon gut. Ich werde vorsichtig sein, okay? Apropos Spaß. Ihr habt eine neue Sängerin? Ja, aber mit der wirst du ebenfalls keinen Spaß haben. Die steht nämlich nicht auf Typen wie dich. Vielleicht steht sie auch gar nicht auf Typen. Landen konnte nämlich noch keiner bei ihr. Chen, wie du weißt, sind schwierige Landungen meine Spezialität. Wenn du es schaffst, dass sie dir ihre Zimmernummer gibt, spendiere ich dir meinen besten Whisky. Hol schon mal die Flasche aus dem Keller. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Okay. Das wäre doch gelacht. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung mit der aufregendsten Frau Hongkongs, sondern auch noch eine Flasche exzellenten Whisky. Das Leben kann so schön sein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wow. Sie sehen atemberaubend aus in diesem Kleid und Ihr Song hat mir den Tag gerettet. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Wir machen das mit dem Song. Das ist zu platt. Das ist besser. Ihr wunderbarer Song hat mir den Tag versüßt. Darf ich mich dafür mit einem Drink bedanken? Netter Versuch. Aber ich trinke nicht. Danke. Mist. Ach komm, das ist zu platt. Das soll ich glauben. Kommen Sie schon. Was kann ich Ihnen bestellen? Gut. Um ehrlich zu sein, trinke ich nach einem Auftritt gern ein Glas Champagner. Ich will es aber nicht mit Ihnen trinken. Lassen Sie mich bitte allein. Autsch. Okay. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen oder die Verpackung nichts ohne den Inhalt ist. Sie sehen jedenfalls atemberaubend aus. Ich nehme es als Kompliment, auch wenn es ein zweifelhaftes ist. Ich wollte nicht indiskret sein, aber ich denke, wir sollten uns besser kennen. Das lag nicht in meiner Absicht, es ist allerdings unzweifelhaft, dass Sie fantastisch singen. Das lag nicht in meiner Absicht. Verzeihen Sie mir bitte. Es ist allerdings unzweifelhaft, dass Sie fantastisch singen. Ich weiß. Dafür werde ich auch bezahlt. Sie entschuldigen mich bitte. Oh. Wow.
Die Kleine ist aber wirklich mal eine echte Herausforderung. Nun, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte keineswegs aufdringlich scheinen. Überwältigt von Ihrem Anblick habe ich mich vielleicht etwas tölpelhaft ausgedrückt. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Lassen Sie uns einfach noch mal ganz von vorn beginnen. Okay. Wow. Beim Anblick dieses... Ich überspringe das jetzt mal. Ich nehme es als Kompliment. Es ist wirklich die platte Art und Weise, die wir hier machen sollen? Ich wollte nicht indiskret sein, aber die Frage steht im Raum. Um sie zu beantworten, müssen wir uns wohl näher kennenlernen. Oh, und entschuldigen Sie meine Neugier, aber ist das in Ihrem Haar eine Tulpe oder eine Rose? Weder noch. Wohl eher eine Lilie. Genau. Blumen haben Sie demnach noch nie verschenkt? Sollte ich? Ich dachte, Frauen mögen lieber Steine. Ich lerne aber gerne dazu. Na, nee, komm, hier, komm. Jetzt machen wir mal die richtig platte Art und Weise. Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Wie ist das mit dem aufregenden Inhalt Ihres Kleides? Wann können wir diese Frage klären? Und vielleicht geben Sie mir jetzt auch Ihre Zimmernummer und ich schaue nach Ihrem letzten... Nee, das hier. Die Frage, ob Sie Blumen oder Steinen den Vorzug geben, wäre also geklärt. Aber wie ist das mit dem aufregenden Inhalt Ihres Kleides? Wann können wir uns diesem interessanten Thema widmen? Nun, lassen Sie uns das auf später verschieben. Besuchen Sie mich doch heute Abend nach meinem letzten Auftritt. Ich habe im Club ein Zimmer. Eieiei. Und gesehen. Diese Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht. Die suchen tatsächlich nach mir. Oh, sind die Typen wegen Ihnen hier? Ich fürchte ja. Und es wäre besser für meine Gesundheit, wenn sie mich nicht finden. Ich werde Ihnen helfen. Wäre doch schade, wenn unsere Verabredung platzen würde. Nehmen Sie den Hintereingang. Ich unterhalte mich so lange mit den beiden. Einfach so? Time to say goodbye, Freunde. Okay. Haben wir geschafft. Sackgasse, Paddock. Oh. Habt ihr heute alle ausgegangen? Ihr sollt euch wirklich dreimal überlegen, ob ihr euch mit mir... Ihr müsst mich verwechseln, Jungs. Hinter euch der Dreckkopf. Den nehme ich. ja. Meine Antwort spielt doch sowieso keine Rolle. Oh. Ihr mischt mich ja doch auf, oder? Helles Kerlchen. Diesmal hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Mist. Wach auf, Paddock. Oh. Du verpasst sonst deinen allerletzten Flug. Oh. Schon mal eine Wasserlandung gemacht? Oh. Ich bleib später. Lass mich erstmal raus hier. Du willst es nicht kapieren, oder? Doch, doch, ich hab's kapiert. Das mit der Geschäftserweiterung war wohl keine so gute Idee. In der Tat. Aber unsere Geduld ist jetzt am Ende. Du hättest dich aus unseren Geschäften heraushalten sollen, aber du wolltest die gut gemeinten Warnungen ja nicht ernst nehmen. Oh. Hey, Jungs. Lasst uns das doch in aller Ruhe besprechen. Ich komme euch ab jetzt auch nicht mehr in die Quere. Einverstanden? Zu spät, Paddock. Und wieder bewahrheitet sich ein altes chinesisches Sprichwort. Ein Geschäft eröffnen ist leicht. Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Verrenkt die Erwerbsregel Nummer 27. Aber ne? Wir wollen nicht herzlos sein. Wir gewähren dir zwar keinen letzten Wunsch, aber du darfst die Art deines Todes wählen. Willst du lieber ersticken oder ertrinken? Du musst dich nicht sofort entscheiden, Paddock. Ich will dir das mal erklären. Eigentlich ist dein kleines U-Boot hier absolut wasserdicht. Wenn wir dich also gleich ins Hafenbecken werfen, kommt kein Tröpfchen Wasser hinein. Du hast dann noch für ungefähr 15 Minuten Luft zum Atmen. Eine quälend lange Zeit, wenn man auf den Tod wartet. Angst und Panik werden im Todeskampf deiner einzigen Begleiter sein. So etwas wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Aha. Darum haben wir für dich ein Loch in den Deckel gebohrt. Ach so, okay. Du wirst erstmal instinktiv das Loch mit deiner Hand zuhalten. Aber tust du das nicht, kannst du dein Leiden dramatisch verkürzen. Lass das Wasser rein und du hast es in 1-2 Minuten überstanden. Nein, danke uns nicht, alter Freund. Ich finde, das sind wir dir schuldig. Finde ich auch. Gute Reise, alter Freund. Der macht okay. Uns keinen Ärger mehr. Okay. Wir könnten unseren Atem aber 10 Minuten lang anhalten, ne? Schöner Mist.
Fenton, wenn du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst, solltest du anfangen nachzudenken. Okay, wir haben eine Brieftasche. Mal sehen, ob ich darin was Brauchbares finden kann. Eine Stoffserviette, damit können wir das Loch vielleicht zustopfen. Warte mal kurz. Die Stoffserviette würde sich vollsaugen, aufweichen und dann Wasser durchlassen. Okay, ja, die Idee war schon nicht schlecht. Eine Mütze können wir reinstecken. Nee, können wir nicht. Aber guck mal. Nee, wir können... Was haben wir hier? Scharnier. Mit einer Münze das Scharnier öffnen. Damit könnte ich die Schrauben des Eisenbands vielleicht lösen. Dummerweise habe ich dafür aber gerade keine Hand frei. Mit der einen halte ich das Loch zu und mit der anderen sorge ich für Licht. Mhm. Was haben wir denn noch hier? Teer. Moment. Das mit Teer. Der Teer ist ausgehärtet. So bekomme ich ihn nicht ab. Ja, dann nehmen wir das Feuerzeug, was du in der Hand hast. Okay. Dann können wir die Stoffserviette nehmen. Ich leg das Feuerzeug mal kurz aus der Hand. Okay. Fein. Teer und Serviette bilden nun einen hübschen Klumpen. Und dann nehmen wir die Serviette ins Loch. Kann sich jetzt nicht mehr vollsaugen. Super, jetzt haben wir eine Hand frei und jetzt können wir uns hier rausklübbeln. Okay, das müsste klappen. Drei, zwei... Wenn es nur so einfach wäre. Der Deckel ist zugenagelt. Ich kann ihn nicht so ohne weiteres aufdrücken. Aber hier, wir können ihn aufhebeln. Wenn ich das Eisenband in die Fuge zwischen Deckel und Kiste bekomme, kann ich die Kiste vielleicht aufstemmen. Versuchen wir es. Hauptsache, die Mütze ist auf dem Kopf. Ja, wir haben es überlebt. Das sah ein bisschen seltsam gerade aus. Was für ein Glück. Die Typen sind schon abgezogen. Normalerweise würde ich auf diesen Schreck ja erstmal bei Shen einen heben. Aber erstens sollte ich mich in nächster Zeit nicht mehr in der Nähe des Triadenviertels sehen lassen. Und zweitens muss ich raus aus diesen nassen Klamotten. Also, ab nach Hause. Aber wir haben doch noch ein Treffen im... Oh. Wer ist das? Sind Sie Tong? Mun Tong? Was fällt dir ein, Fremder? Schon gut. Was wollen Sie von mir? Nun, können wir uns vielleicht irgendwo ungestört unterhalten? Irgendwo, wo es weniger... lebhaft ist. Mir nichts zu befürchten. Das ist es. Unser Viertel. Wenn Sie etwas zu sagen haben, raus damit. Falls nicht, verschwinden. Das ist der mit dem Geld, wegen dem Mord. Ich brauche Männer, die für mich etwas erledigen. Diskret und effektiv. Meinen Informationen zufolge können Sie mir diesbezüglich weiterhelfen. Interessant. Ob ich das wirklich kann, weiß ich allerdings erst, wenn Sie mir verraten, worum es sich handelt. Meine Auftraggeber suchen einen Mann, der angeblich hier in Hongkong lebt. Er hat etwas in seinem Besitz, das meine Auftraggeber gerne haben. Oh, nicht, dass wir das jetzt sind. Und wer sind Ihre Auftraggeber? Das ist nicht von Bedeutung. Spüren Sie die Person auf und besorgen Sie das, worauf es meine Auftraggeber abgesehen haben. Tja, in Hongkong leben sehr viele Leute und ich kann mir vorstellen, dass einige davon etwas besitzen, das andere gern haben wollen. Wenn Sie den Auftrag annehmen, bekommen Sie selbstverständlich konkrete Informationen. Dafür müssen Sie aber ein hübsches Sümmchen springen lassen. Geld spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber verfügen über entsprechende Mittel. Wichtig ist nur, dass der Auftrag zu unserer Zufriedenheit ausgeführt wird. Dann sind wir wohl im Geschäft. Erstes Kapitel: Der verschollene Freund. Ja, wir sind an der Stelle jetzt angekommen. Super, super, super. Ein toller Einstieg, muss ich mal sagen. Also es ist ja noch nicht viel passiert. Also interaktiv ist noch nicht viel passiert. Wir sind jetzt auf der Hong Kong Aviation Service Incorporated. Und da ist Gas. Und was Gas an dem Flugzeug hier zu tun hat und warum wir hier stehen und überhaupt und weswegen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, seid in der nächsten Folge dabei.
euer Firefox.